Das war erster Platz bei Obst und Gemüse vom Retail Award. Also da wurde eine GfK-Studie gemacht, Konsumenten befragt, wer hat das beste Obst und Gemüse, und da sind wir in der Unterkategorie Discount als Nummer 1 bei rausgekommen. Das ist auf jeden Fall eine wichtige Geschichte, gerade auch mit 5 am Tag, die uns da tatkräftig unterstützen, in die Schulen gehen, in 200 Schulen dieses Jahr entsprechend gehen und den Kindern dann gute Ernährung entsprechend nochmal näher bringen. Einige werden sogar bei uns in die Filiale gehen, werden sich das Obst und Gemüse nochmal anschauen, weil da ist natürlich auch momentan noch viel Unwissen bei den Kindern, und da werden wir ihnen einiges erklären. Wir machen regelmäßig natürliche MAFO-Untersuchungen und da befragen wir natürlich unsere Konsumenten. Uns ist einfach wichtig, auch hier die Gesundheit der Kinder auch zu fördern. Wir haben Gespräche geführt mit anderen Organisationen, die uns dann erklärt haben, 6 Millionen Leute Diabetes Typ 2, und woher kommt es am Ende des Tages? Zu wenig Bewegung, zu viel Kalorien, und da wollen wir unseren Beitrag leisten, genauso wie wir insgesamt natürlich auch von Jahr zu Jahr versuchen, immer weniger Salz in unseren Produkten, in unseren Fertigprodukten auch zu verwenden, wo wir versuchen, zum Beispiel bei Cornflakes gegenüber der Marke sind wir in der Eigenmarke komplett ohne Zuckerzusatz. Das sind Sachen, die man natürlich nur peu à peu angehen kann und nicht von heute auf morgen, weil die Konsumenten dann natürlich die Produkte auch nicht mehr kaufen und wollen. Das ist 360 Grad, also wir haben selbstverständlich auf Facebook, wir haben 2 Millionen Facebook-Fans, dort haben wir es natürlich entsprechend gespielt. Wir haben es aber auch klassisch im Print gespielt, wir sind auf die Schulen zugegangen, wir sind auf die Vereine zugegangen, wir haben Medienkooperationen geschlossen mit den jeweiligen Städten, also haben wir wirklich viel versucht, um das auch den Leuten entsprechend näher zu bringen.